Ja, das weiß er selber. Ne? Schon mal, ist ein schlauer Junge. Und gab es ein paar, das ist nicht nur sein Fehler, es gab auch ein paar Fehler davor in dieser Kette in dieser Abwehraktion, wie der Freistoß entsteht und wie wir den verteidigen. Und da gibt es schon eine Kette von Dingen, die wir hätten besser machen können, dass es dazu auch nicht kommt. Die Aktion an sich ist natürlich sehr unglücklich und insgesamt heutzutage kannst du einfach mit den Armen in der Körpervergrößerung und Überschulterhöhe und was auch immer, kannst du nicht mehr, das Risiko kannst du einfach nicht mehr eingehen. Sachen werden kontrolliert oder eben sofort gepfiffen, klar. Weißer. Und hat aber jetzt gestern ein super Training gemacht, so deshalb die Mannschaft ist, die Kabine, die ist ja tipptopp, da ist jeder bereit, sofort zu helfen und manchmal ist es dann auch besser, nicht mehr 20 Mal drauf rumzuhacken und drüber zu sprechen. Das war eigentlich weder nach dem Spiel noch jetzt die Tage ein großes Thema. Und wie gesagt, er hat gestern eine sehr positive Reaktion gezeigt und ist absolut bereit zu beginnen.